Servus, ich bin Matthew von Fotomeier. Ich bin heute bei Fotostories und ich erzähle euch heute was zu einem Foto. Das Foto ist in Athen entstanden. Das habe ich damals mit der XH1 und 27mm Objektiv fotografiert. Es ist auch Teil einer Fotostrecke, die ich auch ausgedruckt und ausgestellt habe. Und ja, so inhaltlich in dieser Fotostrecke geht es so ein bisschen um das Stadtbild Athens, wie sich da die Natur auf sehr chaotische, aber trotzdem natürliche Art und Weise mehr oder weniger integriert. Das heißt, teilweise wachsen Bäume in Gebäude rein oder Bäume werden wie hier durch die verschiedensten Gegenstände gestützt. Straßenschilder, die schief wachsen, weil daneben ein Baum Wurzeln schlägt, lauter solche Dinge, die aber trotzdem, wie gesagt, auf sehr natürliche Art und Weise passieren, obwohl es, wenn es um das Stadtbild geht, ja eigentlich was mega Unnatürliches ist. Dementsprechend habe ich auch versucht, die Papierwahl zu treffen. Ich habe mich für Washi entschieden. Das ist grundsätzlich mal japanisches Papier. Die Firma Awagami macht auch extra speziell angefertigtes Fotopapier, das es in verschiedenen Stärken gibt. Ich habe mich dann für ein Fotopapier entschieden, das relativ grobfaserig ist, was auch eine kleine Herausforderung war, weil dieses Papier, das auch relativ dick ist, die Tinte immens aufsaugt. Das heißt, ich musste einige Probedrucke machen, nochmal die Farben ein bisschen anpassen. Genau, aber letztendlich hat das Zusammenspiel der Thematik mit dem organischen Beschaffenheit vom Papier sehr gut funktioniert. Also letztendlich bin ich dann trotzdem sehr zufrieden gewesen, weil ich eben das Gefühl hatte, dass die Papierwahl jetzt nicht nur eine rein ästhetische Entscheidung war, sondern auch im Zusammenspiel mit dem Inhalt. Das Ganze ist eigentlich mehr auch nebenbei entstanden. Ich war nach Corona zum ersten Mal wieder auf Urlaub, bin zum ersten Mal nach Athen gefahren, habe deswegen auch nur das 27mm Objektiv mitgenommen, weil es klein und leicht ist, und ist im Laufe der Tage einfach aufgefallen, eben wie das Stadtbild durch solche Dinge geprägt ist. Das heißt, also absolut nichts Geplantes, aber ist auch wie in der Stadt alles auf sehr natürliche Art und Weise passiert. War dann ab dem Zeitpunkt, wo ich mir bewusst war, dass ich gerade an einem Projekt arbeite, bin ich dann auch mit ganz anderen Gedanken in diese Reise gegangen, weil man dann auf ganz andere Dinge achtet oder Kleinigkeiten viel mehr auffallen, die mir davor vielleicht nicht aufgefallen wären. Ja, das war die kleine Background-Story zu dem Foto bzw. zu dieser Fotostrecke. Ich hoffe, das war interessant. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne zu uns in den Laden oder besucht uns auf unserer Website fotomeier.de. Lasst ein Like da, kommentiert gerne und bis bald!